Alles klar, Klassik. Das Thema mit Axel Brüggemann. Ja, und ich habe für diese ganz besondere Sendung nochmal den ganz besonderen Jingle rausgeholt. Unsere Alles klar Klassik-Musik interpretiert mit einem Augenzwinkern vom Gegenwartskomponisten von Moritz Eggert. Denn es geht um einen Komponisten, der uns manchmal noch immer wie ein Zeitgenosse vorkommt, Arnold Schönberg. Dabei ist er am 13. September 1874, also vor fast 150 Jahren, geboren worden. Und weil unsere Sendung zu Anton Bruckner, der vor 200 Jahren geboren wurde, so ein großer Erfolg war, haben wir gedacht, machen wir nochmal eine Jubiläumssendung. Diesmal also über Arnold Schönberg, der Erfinder der Zwölftonmusik. Aber das große Missverständnis ist, er tut das in Bezug zur Natur. Also es ist kein artifizieller Kunstgriff, diese Zwölftontechnik, sondern letztendlich das Bemühen, ins Innere der Natur vorzudringen, also ins Innere der Obertonreihe, indem man versucht, die Obertöne, die ja in ihrer unterschiedlichen Ausprägung nicht gleichberechtigt hörbar sind, wenn ein Ton klingt, diese Obertöne in dieser freischwebenden Art von Musik mit dem Kunstgriff der Regeln in einen Schwebezustand, einen gleichberechtigten Schwebezustand zu versetzen. Also das ist schon ein geniales Gedankenexperiment und ein genialer Ansatz, der sehr, sehr logisch aus der Tradition heraus gedacht ist. Dirk Kaftan war das, der Dirigent, der gerade in Bonn Moses und Aaron aufgeführt hat und der später im Podcast die Musik von Arnold Schönberg näher bringen wird und mit uns ein bisschen in die Analyse reingehen wird und vor allen Dingen in die Musikgeschichte und fragen wird, was hat denn diese Erfindung von Arnold Schönberg, diese neue Art zu komponieren, für Spuren hinterlassen? Womit ringen wir noch? Was haben wir über Bord geworfen? Und wie hat sich die Musikgeschichte dadurch verändert? Ja, und dann haben wir eine Frau zu Gast, die, ich glaube, jeden Schritt an jedem Tag im Leben von Arnold Schönberg genau rekonstruiert hat. Ich würde behaupten, momentan gibt es keinen Menschen auf der Welt, der mehr zu Hause ist in den tiefsten Westentaschen von Arnold Schönberg als Therese Muxeneder vom Arnold Schönberg Center in Wien. Mit ihr werden wir durch das Leben von Arnold Schönberg spazieren, Schritt für Schritt, eben vom 13. September 1874, als er in Wien geboren wurde, bis zum 13. Juli 1951, als er in Los Angeles gestorben ist. Übrigens, der abergläubige 13-Hasser Arnold Schönberg starb am 13. Juli 1951 an einem Freitag, dem 13. Die Türen geöffnet für diesen Podcast hat uns Ulrike Anton. Sie ist Direktorin im Arnold Schönberg Center in Wien. Und da könnt ihr jederzeit vorbeigehen, sowohl real, wenn ihr in Wien seid, aber natürlich auch virtuell auf der Seite des Schönberg Centers. Da gibt es, glaube ich, die derzeit besten Informationen zu Leben und Werk von Arnold Schönberg. Ja, also vor 26 Jahren ist Wien ausgewählt worden, um eben das Zuhause zu werden für den Nachlass von Arnold Schönberg. Es war ein langer Prozess. Es haben sich sehr viele Städte darum beworben. Es haben sich viele Institutionen darum beworben, sowohl in den USA als auch in Europa. Und soweit ich weiß, haben die drei Kinder von Schönberg verschiedene Favorites gehabt. Das habe ich gerade erst von unserer Sammlungsleiterin Therese Muxeneder erfahren. Die Nuria Schönberg wollte Berlin, der Ronald Schönberg wollte Den Haag und der Larry Schönberg, der jüngste ist, wollte Wien. Und es hat sich am Schluss dann Larry Schönberg durchgesetzt und das Ganze ist. Und dort kümmert man sich vorbildlich um den Nachlass von Arnold Schönberg, eben im Schönberg Center. Und man merkt auch, dass die Begeisterung für den Komponisten immer weiter wächst und dass sich sein Bild in der Öffentlichkeit durchaus verändert. Es ist auf jeden Fall so, dass das Publikum viel offener geworden ist. Es gibt ja auch den Ausspruch von Arnold Schönberg, learn to hear. Also das Ohr lässt sich ja auch schulen. Und es wird natürlich etwas, was vor 30 Jahren gehört worden ist und jetzt noch einmal gehört wird, es wird ganz anders wahrgenommen. Und das sehen wir schon. Und das Publikum ist interessiert und das Publikum ist begeisterungsfähig für Schönberg. Und das ist uns natürlich ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass man sich für die Musik
begeistert. Und wenn man auch jetzt an unsere ganz neue Ausstellung denkt, mit Schönberg Liebe hören, da steht bei uns am Arnold Schönberg Center auch das große Gefühl im Vordergrund und nicht so sehr die Theorie dahinter. Also es ist einfach, dass die Leute auch immer wieder dachten, naja, wenn sie nicht alles von der Zwölfton-Methode wirklich verstehen, dann verstehen sie auch die Musik nicht. Es ist genau das Gegenteil. Man muss sich in die Musik einfühlen können. Man muss einfach sich einlassen, auch auf etwas ungewohntere Klänge und in diesen ungewohnten Klängen auch die Leidenschaft und die Passion und die verschiedensten Gefühle, die Schönberg ausdrücken möchte, muss man die Ausstellung, von der Frau Anton hier spricht, mit Schönberg Liebe hören, die kann ich euch nur ans Herz legen. Ich habe sie gesehen, denn dort lernt man, dass Arnold Schönberg durchaus keine Komponiermaschine war, sondern ein Herzensmensch, der natürlich geliebt hat, der für seine Familie ganz unterschiedliche Spiele entwickelt hat, zum Beispiel Kartenspiele, ein Schachspiel für 4 Personen, und der durchaus in der Lage zu romantischen Bekenntnissen war. Ganz schön sind seine Liebesgaben, seine Postkarten aus Italien vom Monte Bello, dem von ihm erfundenen schönen Berg, von dem er seine Frau grüßte. Das Schönberg-Jahr beginnt jetzt erst. Zentrum ist natürlich das Arnold Schönberg Center. Da könnt ihr auf der Homepage gucken, was es da alles so gibt. Und es wurde eine neue Seite gestartet. Wir haben ja eine zusätzliche Website zum Jubiläumsjahr ins Leben gerufen. Die heißt Schönberg 150. Und dort gibt es ganz leicht zugänglich Materialien zu Schönberg aller Art. Aber es gibt auch einen weltweiten Eventkalender. Und wir sammeln und sammeln und sammeln. Und einer der großen Hits sind die Gurilieder. Verklärte Nacht natürlich, klarerweise, aber man kann wirklich, egal wo man auf der Welt ist, man kann auf diese Website gehen und schauen, wo gibt's Schönberg. Ja, oder man kann auch ganz einfach diesen Podcast weiterhören und so ziemlich alles über Arnold Schönberg erfahren. Als erstes werde ich jetzt mal 10 Minuten über die ersten Jahre von Arnold Schönberg in Wien reden mit Therese Muxneder. Danach werde ich dieses Gespräch unterbrechen und mich mit Dirk Kaftan über den musikalischen Aspekt bei Arnold Schönberg unterhalten. Und dann werden wir natürlich auch über die schwierigen Jahre in Schönbergs Leben reden, über die Verfolgung als Jude, über das Exil in den USA, natürlich über seine musikalische Bedeutung und über sein privates Leben. Anfang tun wir aber jetzt erst einmal im 2. Bezirk in Wien, die Josefstadt, seit jeher ein Ort, in dem die jüdische Bevölkerung Wiens sich niedergelassen hat und wo Arnold Schönberg geboren wurde. Therese Muxneder. Arnold Schönberg ist im 2. Wiener Gemeindebezirk der Leopoldstadt geboren, in der oberen Donaustraße, als Sohn eines Schuhmachers. Er wuchs auf in einer kulturliebenden Familie, was sich schon daran zeigt, dass seine beiden Geschwister auch später Sänger wurden. Sein Vater war politisch aktiv in den Vorläufern der österreichischen Sozialdemokratie. Und was Schönberg musikalisch aufgenommen hat, waren vor allem Klänge aus dem Prater. Das waren Militärmusik, die er gehört hat, die ein Repertoire gespielt haben, Opern, Potpourris, Arrangements, berühmter Melodien. Und als Zaungast dieser Prater Militärmusikkonzerte hat Arnold Schönberg sehr viel mitbekommen von einem Opernrepertoire eigentlich. Also man kann sagen, Musik gehörte sozusagen zu diesem Alltagsleben dazu. Der Prater, der große Park, da ging man spazieren, da spielten dann eben die Musikkapellen. Das war ja ein sehr volkstümlicher Umgang mit Musik, den er da wahrgenommen hat, oder? Der Umgang mit Musik war auf der einen Seite volkstümlich, das merkt man auch an seinen eigenen Arrangements, die er dann schreibt für 2 Violinen, zum Beispiel aus Norma von Bellini. Aber es kam dann auch bald dazu, erstens mal ein Geigenunterricht. Da war Schönberg circa 7, 8 Jahre alt, unterrichtet von einem Gymnasiasten. Und dann durch den Einfluss und das Gespräch mit Freunden hat man dann auch begonnen, Kammermusik zu spielen und sich aber auch selbst irgendwie zu versuchen, Dinge beizubringen, wie
Fingersätze zum Beispiel am Cello funktionieren. Also da spielt das Selbsterlernen, die autodidaktische Herangehensweise an Musik eine große Rolle. Wie wichtig war denn Religion zu dieser Zeit schon? Also auch Religion kann ja einen musikalischen Aspekt haben. Spielte der schon eine Rolle in der Kindheit, Jugend von Schönberg? Die Religion spielte wohl in der Familie keine große Rolle. Es gibt also keine Hinweise darauf, dass also hier dass Religion praktiziert worden wäre. Warum wissen wir das? Ja, zunächst, weil es keine schriftlichen Zeugnisse darüber gibt, aber auf der anderen Seite gibt es einen ganz wichtigen Indikator dafür. Schönberg hat in einem sehr späten Werk, im Überlebenden aus Warschau, ein Gebet vertont im Schlusschor, das jüdische Glaubensbekenntnis Höre Israel, Schma Israel, das jeder gläubige Jude wohl verinnerlicht hätte oder haben sollte. Und Schönberg kannte das Gebet in dem Inhalt her nicht und musste es sich aufschreiben lassen und hat dann sogar beim ersten Vertonungsanlauf ein paar Teile daraus übersehen. Also das ist also schon ein ziemlicher Indikator dafür, dass er mit diesem Glaubensbekenntnis, also das, dem ersten, ja, dass man also nicht mit der Muttermilch jedenfalls. Genau, und also ist das davon. Und sonst. Man kann sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass man da nicht, also man ist ja konfrontiert worden. Das war ja schon tatsächlich auch jüdische Hut, würde man heute, glaube ich, sagen. Ne? Also das war ja auch im Alltagsleben damals wahrscheinlich, konnte man nicht dran vorbei, oder? Genauso wie an den Praterkonzerten war halt dort, wo man lebte, war halt ganz klar jüdisches Leben, oder? Das wurde sicher wahrgenommen, aber eben nicht im Sinn, also sicher nicht im Sinn einer Orthodoxie. Und Schönberg spricht auch immer wieder von der Assimilation, später stellt sich diese für ihn als Utopie heraus. Und er wird auch bereits früh, also in den 1890er Jahren, Zeuge von antisemitischen Ausschreitungen sogar im Zuge eines Wahlausganges und wird sich dann Ende der 1890er Jahre auch dazu entschließen, die jüdische Religionsgemeinschaft zu verlassen. Er steht dabei in der Tradition auch seines Freundeskreises. Viele seiner Freunde gleichzeitig vor ihm oder auch nach ihm konvertieren mehrheitlich zum Protestantismus. Und wie würden Sie das interpretieren? Ist das sozusagen tatsächlich dann eine Modesache gewesen? War es eher die Angst? War das Common Sense damals sozusagen für aufgeklärte intellektuelle Juden, dass man gesagt hat, nee, machen wir jetzt einen Schlussstrich? Wie können Sie sich das aus der Quellenlage zusammenreimen? Also diese Bewegung, kann man fast sagen, Konversionsbewegung, war in Wien ganz, ganz ausgeprägt. Also es gibt Tausende von Konvertiten in der Zeit, vor allem zum Protestantismus. Schönberg wurde dann selbst sogar Taufpate auch. Seine Frau wird konvertieren, sein Schwager Zemlinski, eben einige seiner Schulfreunde, gut auch Menschen, mit denen er Musik macht. Er wird dann auch im Zuge dieser Konversion den zweiten Bezirk verlassen. Also er geht dann eigentlich dann später in den neunten Bezirk. Damals, sagen wir mal, der Bezirk des liberalen, aufgeklärten Judentums, also weg von der Orthodoxie, in einem kulturellen Milieu der Assimilierung an ein neues Umfeld. Von seiner Mutter allerdings weiß man, die hatte wohl auch familiär eine lange Tradition, eine von jüdische, also auch religiöse Tradition. Einer ihrer Vorfahren war ein berühmter Tempelsänger. Es gibt Rabbiner in der Familie. Also das ist also eine ganz andere Hemisphäre. Und
Man kann sich das eben nur so vorstellen, dass vor allem als Schönbergs Vater, der ja eigentlich Ungar war, nach Wien kam als junger Mann, dass der bereits seine religiösen Wurzeln, die er vielleicht noch hatte, abgelegt hat. Ja, tatsächlich auch in der Luft wahrscheinlich, ne? In der damaligen Zeit, Sie haben es schon gesagt, wir reden über die Jahrhundertwende, wir reden in den Vorkriegsjahren des Ersten Weltkriegs, wo es dann ja auch tatsächlich, ich glaube, es gibt, glaube ich, Briefe von Schönberg, wo er sich auch durchaus mit nationalen Ideen solidarisiert oder sympathisiert hat. Wir haben eben schon über die musikalische Sozialisation gesprochen, im Prater, in diesen Blasmusikkapellen. Dann kam eine entscheidende Begegnung, glaube ich, mit Zemlinsky. Und der hat einen wahnsinnigen Einfluss auf ihn gehabt. Was haben die beiden miteinander ausgeheckt, was musikalisch sozusagen für Schönberg für eine Wende gesorgt hat? Schönberg hat seinen späteren Schwager Alexander Zemlinsky 1895 kennengelernt. Zemlinsky war gerade ein Absolvent des hiesigen Wiener Konservatoriums, war ausgebildet als Dirigent, als Pianist, als Komponist und war schon ein Shootingstar damals in der Kulturszene, wurde ja dann auch von Gustav Mahler für die Hofoper entdeckt. Zemlinsky hat ein Amateurorchester geleitet, in dem Schönberg dann als Cellist Fuß fassen konnte. Es wurden erste Kompositionen für Streichorchester auch uraufgeführt von Schönberg. Ein Lied bekam einen Preis. Und Schönberg hat ein Jahr lang einen Kontrapunktunterricht bekommen bei Zemlinsky. Man hat gemeinsam an Instrumentationsarbeiten gearbeitet. Man hat gemeinsam eine Operette einstudiert. Man hat also hier wechselseitige Einflüsse bekommen. Nur es zeigt sich relativ schnell, dass Schönberg bereits Ende der 1890er Jahre musikalisch einen doch etwas fortschrittlicheren Weg beschreitet. Und Zemlinsky hat das sicher zu einem gewissen Maße mitgetragen, aber diese Wege sind immer, die zunächst parallel aufgegleist waren, haben sich immer mehr voneinander entfernt, bis dann Zemlinsky irgendwann einmal Schönberg auch überhaupt nicht mehr verstanden hat. Ja, das soll vielen Leuten heute noch so gehen. Wir unterbrechen das Gespräch hier erstmal, bevor wir gleich in die weitere Biografie von Arnold Schönberg einsteigen mit Therese Muxeneder. Aber jetzt würde ich mich erst einmal kurz um den musikalischen Aspekt von Schönberg kümmern und begrüße dazu ganz herzlich den Dirigenten, den Chefdirigenten des Beethoven-Orchesters Bonn, Dirk Kaftan. Dirk. Du hast dieses Mammutwerk auf die Bühne gebracht in Bonn, Moses und Aaron. Ich glaube, man kann sagen, es ist die erste 12-Ton-Oper. Wie waren deine Erfahrungen, als du das erarbeitet hast? Das ist ein richtiges Stück Arbeit, oder? Das ist ein richtiges Stück Arbeit und ist eine der wenigen positiven Auswirkungen, die ich Corona zuschreibe, dass ich unheimlich viel Zeit dafür gehabt habe. Wir hatten die Aufführung eigentlich für 2020 geplant. Und die verschob sich dann immer weiter nach hinten, aus bekannten Gründen, sodass ich wirklich Zeit hatte und die habe ich auch wirklich gebraucht. Wie guckt man sich das an? Sucht man da jetzt wirklich jede Zwölftonreihe und guckt, wie das, also wie greifst du darauf zu? Ich meine, bei so einer La Traviata oder La Bohème, da ist es klar, da gucke ich mir Harmonien an, da gucke ich mir an, wie ist ein dynamischer Verlauf und kann das relativ klar emotional zuordnen. Bei Moses und Aaron ist das ein bisschen anders, oder? Ja, eigentlich nicht. Ich versuche da schon ganzheitlich erstmal ranzugehen, aufs ganze Stück zu schauen und von da aus immer weiter ins Detail. Und klar gehört da auch dazu, die Struktur zu analysieren, die Reihen rauszufinden, aber eben nicht bis zum letzten wissenschaftlichen Endpunkt. Da hat Schönberg selber gesagt oder war selber erstaunt, wenn manche Analysten dann seine Reihen genau aufgelistet haben, haben gesagt, ja, das haben sie ja ganz brav gemacht. Aber es ist das gar nicht das, was ich eigentlich wollte, weil das ist im Grunde Privatsache. Ja. Und es geht mir dann doch am Ende um andere Dinge. Diese Reihengeschichten brauche ich nur, um meinen Kopf zu ordnen. Und trotzdem, natürlich will man als Dirigent in diesen Kopf reinschauen und ja, deshalb analysiert man auch. Aber ich glaube, die Hauptaufgabe bei so einem Stück ist dann, das wirklich fürs Publikum erfahrbar zu machen, dass es am Ende
um die gleichen Dinge geht wie bei jeder großen Musik. Nämlich um Sinnlichkeit. Ne? Und wer Moses und Aaron mal angeguckt hat, weiß auch, das ist ja keine Musik, die jetzt mathematisch an der Schaltzentrale irgendwie erfunden wurde, sondern die entwickelt dann doch einen sehr großen emotionalen Wumms, oder? Die entwickelt einen Sog, die entwickelt einen Wumms, aber natürlich auch eine geistige Auseinandersetzung mit dem Stoff. Das will schon auch philosophische Musik sein und es will Musik sein, die in diesem Moment auch Schönbergs Situation oder Position in der Weltgeschichte widerspiegelt. Diese auf der einen Seite neue Wurzeln suchen mit der Hinwendung zum Judentum, auf der anderen Seite die krassen Erfahrungen mit Antisemitismus, die ins Exil gezwungen zu werden und in diesem kompletten Chaos eine Ordnung zu suchen. Es ist eine Suche nach Ordnung, nach Halt, nach dem, was uns zusammenhält eigentlich. Ist das, was du auch nachvollziehen kannst, dass die Musik als Ort dient, in dem man eine chaotische Welt, egal ob sie privat chaotisch ist oder ob sie tatsächlich wie unsere Welt jetzt kaum noch in ihren Enden zusammenzuführen ist, dass Musik eine Möglichkeit ist, Struktur in Leben zu bringen? Das kann eine Möglichkeit sein, eine von vielen Möglichkeiten, die Musik bietet, ja. Struktur, Halt, aber auch ein inneres Aufräumen kann damit einhergehen. Und letztendlich geht es ja in Moses und Aaron um diesen Vorgang des inneren Aufräumens. Wenn Moses da auf seinem Berg sitzt und sich oder mit Gott diese Gesetze aushandelt, diese Gesetze von Gott kommt, bei uns war es so erzählt, er ringt mit sich als Künstler, was ich auch sehr, sehr nachvollziehbar fand. In der Erzählung, dann ist das so eine Art von Selbstfindung. Ja, sich auch Gesetze zu geben, ne? Auch Grenzen zu geben. Ich meine, das ist ja genau das, was auch diese Zwölftonengeschichte macht, ne? Also man begrenzt sich, um neue Möglichkeiten zu schaffen, lustigerweise, ne? Also man gibt sich Gesetze. Ich meine, Dur-Moll-Harmonik ist ja das Gleiche. Also man hat sozusagen entwickelt ein Regularium, in dem man sich bewegt und das, wenn man es überschreitet, auch hörbar überschritten wird, ne? Ja, absolut. Also aus der Erfahrung der freien Atonalität hat Schönberg gesagt, wir müssen eine Art von Verhandlungsraum schaffen, musikalisch. Aber das große Missverständnis ist, er tut das in Bezug zur Natur. Also es ist kein artifizieller Kunstgriff, diese Zwölftontechnik, sondern letztendlich das Bemühen, ins Innere der Natur vorzudringen, also ins Innere der Obertonreihe, indem man versucht, die Obertöne, die ja in ihrer unterschiedlichen Ausprägung nicht gleichberechtigt hörbar sind, wenn ein Ton klingt, diese Obertöne in dieser freischwebenden Art von Musik mit dem Kunstgriff der Regeln in einen Schwebezustand, einen gleichberechtigten Schwebezustand zu versetzen. Also das ist schon ein geniales Gedankenexperiment und ein genialer Ansatz, der sehr, sehr logisch aus der Tradition heraus gedacht ist. Das ist ja auch ein Punkt, ne? Schönberg wollte ja nie revolutionär sein, sondern hat immer gesagt, ich bin ja ein Entwickler aus dem, was vorher da war. Er hat alles gemacht in seinem Leben. Unterhaltungsmusik, Filmmusik, das war ein kompletter Allrounder. Er hat Musik, haben wir schon gehört im Podcast, aufgenommen im Prater bei Militärkapellen und hat das imitiert. Ne? Aber es gibt gerade eine Ausstellung im Schönberg Center und da gibt es einen Brief von einem Verleger, der Schönberg zurückschreibt, sehr geehrter Schönberg, das ist alles ganz toll, ich habe mir das jetzt ein paar Mal angeguckt. Aber ich muss Ihnen sagen, ich verstehe gar nicht, was Sie mir da geschickt haben. Ich kann das gar nicht erstmal verlegen. Ich muss mir das jetzt mal vorspielen lassen und ich hoffe, dass ich irgendwann mal es schaffe zu verstehen, was Sie da überhaupt aufs Papier gebracht haben. Wenn man das jetzt so wie ihr, Moses und Aaron, in Bonn aufführt, merkt man ja, dass tatsächlich auch 100 Jahre später diese Musik bei einem Publikum noch immer offenbar schwer ankommt und dass sie schwer verständlich ist. Ist jetzt erst die Zeit, dass wir so langsam in der Moderne sind, die Schönberg vorgedacht hat? Jein. Also erstmal war ich sehr glücklich darüber, wie das Publikum reagiert hat. Die haben schon also diese Inszenierung zusammen mit der Musik, also ich glaube, die Musik braucht da auch das Bild, in dieser Inszenierung von Lorenzo Fioroni, die Sache sehr begeistert und auch sehr direkt wahrgenommen und aufgenommen.
bei allem, wo man dann sagt, ja, verstehe ich nicht, muss ich jetzt noch mal schauen, aber sind wir ehrlich, das ist bei jeder guten Musik auch der Fall, ja? Natürlich. Jeder anderen Musik auch der Fall. Du hast es vorhin gesagt, Dur, Moll. Moll ist genauso ein Gedankenkonstrukt. Das ist nicht ableitbar aus der Natur der Sache, ja, also aus irgendeiner Art von Naturgesetzen, sondern man hat irgendwann gesagt, so, das ist die Skala. Ja, das ist auch eine Behauptung einfach. Schönberg hat ja selber gesagt, er hat mit dieser 12. Musik den Grundstein für die Vorherrschaft der deutschen Musik auf 300 Jahre gelegt. Ja? Reden wir andere Podcast drüber. Ne? Es ist total interessant, dass der sich immer als traditionell deutscher Komponist empfunden hat. Ne? Total, ja. Und er irrte natürlich damit. Ja? Bei allem, was daraus entstanden ist, das Serielle und so weiter. Deshalb ist die Frage, sind wir heute erst reif dafür, glaube, weder mit Ja oder Nein zu beantworten. Ich glaube, wir sind einerseits reif dafür, diese Musik unbefangen wirken zu lassen und auch ihre Wucht anzuerkennen, jenseits von, ist das jetzt irgendwie der neue Weg oder nicht. Und andererseits haben wir auch gemerkt, dass die 12-Ton-Musik an sich ein Weg war, in die Moderne hineinzuführen, aber nicht der Weg, uns wieder die eine Musiksprache zurückzugeben. Davon hat Schönberg ja geträumt. Ja, genau, das ist so. Ja, genau, das dass ist ein guter die Punkt. Eine Musiksprache ist, auf der sich dann wieder alles aufbaut. Das muss man, glaube ich, verneinen. Das da irrte er. Aber es ist ganz interessant, das nachzuvollziehen, gerade in Deutschland. Ne? Also, dass nach dem Krieg, also nach dieser Zerstörung der Welt durch deutsche Ideologie, gerade in Donaueschingen oder in Darmstadt, viele Komponisten dann gesagt haben, wir ordnen da wieder, wir wollen nicht diese emotionalisierte, sondern wir wollen die logische Musik, dass man sich diesem Serialismus zugewandt hat. Und inzwischen haben wir tatsächlich, wie du gesagt hast, merken wir, diese Sehnsucht nach, Schönheit ist einfach nicht kaputt zu kriegen. Und jetzt sehen wir, wenn neue Opern geschrieben werden, dass sie doch wieder sehr mit Sinnlichkeit spielen, sehr mit einer bekannten harmonischen Form. Also da hat man sich auch wieder emanzipiert, oder? Vielleicht war es auch einfach ein wichtiger Sidestep, Zwischenstep, Entwicklungsstep, whatever. Ich glaube aber, das, was du beschreibst, hat nichts mit tonal oder atonal zu tun. Es ist absolut richtig, dass nach dem Krieg wollte man sich resetten und war extrem misstrauisch gegen alle Emotionen, ja, weil man die hatte ein in die Katastrophe geführt. Das ist nicht das, was Schönberg mal gedacht hatte. Ne? Der hat Walzer geschrieben, 12-Ton-Walzer. Der hat versucht, den Bogen zu schlagen und hat durchaus Emotion, Sinnlichkeit und das alles zugelassen und auch durchaus provoziert. Das wollte man in der Darmstädter Schule erstmal nicht. Deshalb hat man ganz bewusst diesen sehr, sehr akademischen und heute nüchtern klingenden Weg eingeschlagen. Ich glaube, das Zurückbesinnen, was du beschreibst zum Sinnlichen, zum Erzählerischen, zum, ja, nennen wir es einfach mal Emotionalen, das trifft zu auf sowohl Komponistinnen und Komponisten, die bisschen tonaler wieder komponieren, als auch auf die atonal komponieren. Denn auch die, also auch die wollen was anderes im Moment mit ihrer Musik, weil wir in einer anderen Zeit leben. Das heißt, aber lustigerweise erinnert die Zeit dann doch wieder ganz schön an die Zeit Schönbergs, ne? Also wo die Welt schon gerade mal wieder auseinanderfliegt, ne? Also es ist schon, wie kommst du dir als Musiker davor? Nochmal, wir hatten das eben schon mal ganz kurz angesprochen, jetzt mal abgesehen von Schönberg. Merkst du in dieser explosiven, für uns nicht mehr greifbaren Lage der Welt, dass deine Rolle als Musiker vielleicht auch in einer gesellschaftlichen Möglichkeit besteht, da irgendwas, eben hatten wir die Frage, zu ordnen oder zusammenzubringen, wieder eine gemeinsame Sprache zu finden? Das schaffen wir ja momentan nicht mal, das schaffen wir ja. Ja, also auf jeden Fall ist das unsere Aufgabe und bleibt auch die Hoffnung. Wir wissen, dass Musik nicht das Allheilmittel ist. Also Beethoven-Sinfonien sind von den Nazis missbraucht worden und stehen natürlich für uns für was ganz anderes. Ja. Und trotzdem, oder man zieht auch mit Musik in den Krieg, ja, also das ist nicht per se gut. Seit jeher, sondern, aber trotzdem ist das in vor allem wenn man in so einer Stadt aktiv ist, in einer Stadtgesellschaft, schon unsere Aufgabe zu versuchen, Gegensätze zueinander zu bringen, zu Wort kommen zu lassen und da eine Rolle zu spielen oder sich auch zu positionieren. Du hast Moses und Aaron jetzt abgeschlossen. Was ist da geblieben? Lässt du Schönberg jetzt erstmal liegen oder sagst du, ich will jetzt gleich den nächsten? Man reiche mir die Gurre-Lieder. Gurre-Lieder durfte ich auch schon mal machen. Ja.
Hat man auch was zu tun als Dirigent, ja? Das wird immer in mir weiter gären. Dieses Moses und Aaron ist so eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung, glaube ich. Also ich habe das auch mit dem Regisseur, wir sind zusammen groß geworden am Theater, ich war Korrepetitor, er war Regieassistent und wir haben damals schon rumgesponnen, ey, irgendwann machen wir mal Moses und Aaron und dann haben uns totgelacht über diese Idee. Ja. Und dann hat es stattgefunden, deshalb war das für mich persönlich oder für uns beide persönlich auch so ein Ding, wo man denkt, das kann doch jetzt gar nicht passieren gerade. Ja, aber das ist ja auch interessant, ne? Dass man sich als Studierender schon sozusagen das Ziel setzt, irgendwann machen wir mal das. Ja, also dass ja. Das, ja? Und also du willst mir sagen, dein Endpunkt ist erreicht. Ja, das war's. Nein. Jetzt spinnen wir über ganz andere Sachen. Aber klar bleibt das da und bleibt auch, ist man nach so einer Erfahrung, geht man auch nochmal anders an andere Schönberg-Stücke ran. Ich möchte unbedingt wieder die Gorillieder machen, natürlich. Ja, ja. Oder auch viele Sachen, die ich noch gar nicht gemacht habe. Erwartungen würde ich wahnsinnig gerne machen. Ja, und Stück, ja. Das entzündet schon auch wieder neues Feuer. Also, wir lassen uns entzünden in diesem Jubiläumsjahr, hören gleich noch ein bisschen was Biografisches über Schönberg. Vielen Dank für diese musikalische Einschätzung. Danke, Dirk Kaftan. Danke dir. Dirk Kaftan war das vom Beethoven Orchester in Bonn. Wir waren stehen geblieben, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges in Wien, bei der Biografie von Arnold Schönberg mit Therese Muxeneder vom Schönberg Center. Und ich wollte natürlich auch von Frau Muxeneder wissen, ob diese Weltsituation, die immer weiter aus den Fugen geraten ist in Europa, Einfluss auf die Komposition von Arnold Schönberg gehabt hat. Zunächst muss man sagen, dass Schönberg sehr stark eingebettet war in ein metierreiches Umfeld. Also er hatte guten Kontakt zu anderen Metiers, also nicht nur kulturell, sondern auch technisch. Er war ja selber auch vorgesehen, eine technische Laufbahn einzuschlagen. Das hat sich dann in andere Richtungen bewegt. Aber Schönberg hat also mit der Architektur von Adolf Loos zu tun gehabt, mit der Literatur von Karl Kraus, Hofmannsthal. Und er war einfach ständig mit einem Fortschritt in anderen Metiers konfrontiert. Und das hat dann irgendwann und sehr bald auch auf sein Komponieren abgefärbt, aber auch auf sein Schreiben. Er war ja auch Schriftsteller, Essayist, Bühnenschriftsteller. Spieleerfinder, alles. Er hat auch dann Spiele erfunden und da waren vor allem, also ich würde auch in der bildenden Kunst die Maler Richard Gerstl und Oskar Kokoschka dazuzählen, vielleicht auch ein bisschen Egon Schiele, den er auch kannte. Und das war so eine, würde ich sagen, eine Art Strudel der Fortschrittsbegeisterung. Dazu kommt natürlich auch in der Zeit die Naturwissenschaften, die auch in Wien wesentliche Vertreter hatten, die also was vorwärts gebracht haben, die Psychoanalyse zu einem gewissen Maße, auch wenn Schönberg mit Freud nicht persönlich bekannt war. Also alle diese Dinge haben sich gegenseitig hochgeschraubt. In all diesen Künsten brodelte es ja, ne? Und an all diesen Künsten hat man ja versucht, irgendwie Extreme auszuloten, ohne dann erstmal die Form wirklich zu zerstören, sondern man hat innerhalb der Grenzen des Bekannten und des Bildlichen oder so versucht, die Zone so weit an die Grenze zu bringen wie möglich und ist dann überrascht worden oder auch nicht, müssen Sie mir sagen, durch diesen Ersten Weltkrieg, der dann ja wirklich Europa grundsätzlich verändert hat und auch die Rolle der Kulturschaffenden verändert hat, ne? Also für ein komplett neues Denken bei vielen gesorgt hat. Also die Euphorie war plötzlich weg, die Ernüchterung war da, die Anschauung, dass der Mensch ein Monster sein kann, war allgegenwärtig. Und auch erst danach, ich glaube, dann kam der Umzug Schönbergs nach Mödling, nach dem Ersten Weltkrieg erst diese Beschäftigung mit der Theorie der 12 Töne. Das fand dann alles da statt. War dieser Erste Weltkrieg tatsächlich auch eine künstlerische Zäsur? Schönberg war bereits vor dem Ersten Weltkrieg mit einem Oratoriumsplan beschäftigt oder einer groß angelegten Symphonie, die sehr viele weltanschauliche, spirituelle Themen verhandelt hätte. Er hat dann sich im Ersten Weltkrieg dann einem Stoff zugewandt, die Jakobsleiter, dann selber einen spirituellen Text geschrieben.
der auch zu einem weiten Maße auch vertont wurde, wenn auch fragmentarisch. Lebensende dann wieder, ne? Hat sich dann dieser Sache auch wieder zugewandt. Er schreibt dann später, dass er während des Ersten Weltkriegs sich wieder seiner religiösen Wurzeln entsonnen hat oder wieder besonnen hat, im Sinne dessen, also weniger im Sinne eines Judentums, schon auch, weil er natürlich den Antisemitismus beim Militär auch gesehen hat und auch die Versuche aus rechtsnationalistischen Bereichen, die Juden für den Krieg verantwortlich zu machen, als Kriegsgewinnler auch darzustellen. Er hat auch die Pogrome natürlich von den Pogromen in Osteuropa gelesen. Das alles spielt zusammen. Und er hat in dieser Zeit der großen Not, in den letzten Tagen der Menschheit, sicher auch diese religiöse Kehrtwende vollzogen, die dann in späterer Zeit dann auch eine ganze Reihe von religiösen Werken bis zum Schluss, bis zu seinem Lebensende losgetreten hat. Schönberg hat allerdings den Beginn des Ersten Weltkriegs nicht in seiner Heimatstadt gesehen, mitgemacht, erlebt, sondern in Berlin, wo er gelebt hat, schon seit 1912. Und sicher war der Erste Weltkrieg eine Zäsur, weil das waren die Jahre, in denen er eigentlich, sagen wir mal, summa summarum, am wenigsten komponiert hat. Er ist dann zurückgekehrt, wir besprechen diese musikalische Ebene später noch mit Musikern, aber diese Entwicklung der Zwölftontheorie, wie auch immer man sie nennen will, hatte ja durchaus auch einen politischen Aspekt beziehungsweise einen gesellschaftlichen Aspekt. Ne? Auch da wieder die Frage, einen zeitgeistigen gesellschaftlichen Aspekt, eine Hoffnung von Vision, von Gleichheit, von Egalität der Töne und der Menschen gleichermaßen? Also diesen gesellschaftlichen oder politischen Aspekt, der kam vielleicht erst später dazu. Zunächst war das etwas eine innere Notwendigkeit oder auch eine strukturelle Notwendigkeit, die sich ergeben hat, als Schönberg vielleicht mit dem freiatonalen Komponieren auch an gewisse Grenzen gestoßen ist oder gemerkt hat, er hat vieles ausgereizt, aber mehr geht nicht mehr. Diese Zwölftonmethode wurde dann an einem sehr kritischen Punkt in seinem Leben ersonnen oder ausformuliert, wenn man so will, oder methodisch zugrunde gelegt. Das war der Sommer 1921. Schönberg hat eine furchtbare Erfahrung gemacht. In der Sommerfrische wurde als Jude aus einem Sommerfrischeort im Salzkammergut vertrieben. Und hat sich im Anschluss, wenige Wochen später, zuerst mal in einer Komposition aus der Suite Opus 25 für Klavier mit dieser Methode wirklich strukturell tiefer auseinandergesetzt und dann auch gesehen, aha, diese Methode hat ein Zukunftspotenzial und daraus bestimmte auch Gedanken abgeleitet. Was ich noch nicht verstehe, ist, wie nehmen Sie den Zusammenhang dieses antisemitischen Vorfalls zu der Hinwendung dieser Art von Komponieren? Also das ist mir noch nicht klar. Wie hat was auf was gewirkt? Das war eine Parallele, eine zeitliche Parallele. Schönberg war also in Matzi, ist vertrieben worden, geht dann an den Traunsee, komponiert zum ersten Mal wirklich zwölftönig, dodekaphon, und schreibt dann seiner Freundin Alma Mahler, er habe etwas gefunden, was also die Zukunft der Musik wesentlich beeinflussen würde. Und Schönberg hat sich ja immer als deutscher Komponist gesehen, also in der Kompositionstradition der deutschsprachigen Musik von Bach bis zu ihm in seine Zeit. Und er hat dann also den Zusammenhang hergestellt, er als Jude wird von den Deutschnationalen vertrieben, den Hakenkreuzlern, wie er auch schreibt, und er
man will ihm quasi sein aberkennen, dass er Teil der deutschen Kultur ist, aber eben mit dieser Zwölfton-Methode habe er dann dennoch etwas gefunden, was gerade dieser deutschen Musik eine Hegemonie über die nächsten 50, 100 Jahre versichern sollte. Also es ist eher so eine ideologische Sache, die er sich da selber im Stolz, auch im Entdeckerstolz auferlegt. Was ja total vorbeigeht an der Ideologie der Hakenkreuzmenschen, ja, also die ja genau diese Musik eigentlich nicht in die Tradition deutscher Tradition, Bach, Beethoven, Brahms einsortieren würden. Wie kam es zu diesem Missverständnis? Hat er tatsächlich auch gedacht, dass diese Art des Komponierens weiterhin auch unter den Nationalsozialisten dann als deutsche Kultur gepflegt werden würde? Im ersten Moment, glaube ich, hat Schönberg ja noch gar nicht alles voraussehen können. Also wir reden vom Sommer 21, von einem Erlebnis, natürlich dann in weiterer Folge sensibilisiert für dieses Thema oder auf dieses Thema. Er wird schon gemerkt haben, was für ein Potenzial da drinnen steckt. Und er hat sich auch irgendwie dann immer wieder in dieser Traditionslieder Bach bis Schönberg gesehen, wenn er auch dann scherzhaft schreibt, viel später, Bach sei der erste Zwölftonkomponist gewesen, und Schönberg schreibt dann auch barocke Suiten, Sätze. Also es geht schon in diese Tradition zurück, und diese große Wunde, das als Jude nicht anerkannt zu werden in einer Kulturtradition, hat ihn oftmals auch diese Verbindung herstellen lassen, die dann ihm auch teilweise so fälschlicherweise als Nazi-Diktion unterstellt wurde. Also er spricht eben die Vorherrschaft der deutschen Musik. Aber das war auch eine Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, da hatte man auf allen Gebieten nach Vorherrschaft gestrebt. Die Vorherrschaft im Fußball, die Vorherrschaft auf Kultursektor. Das war also nach Post-Erster Weltkrieg also ein Gang und Gäbe, und auch in der rhetorischen Diktion der Zeit. Er wollte sich einfach in diese Tradition stellen. Dann musste er aber relativ schnell, das heißt so schnell nicht, aber wir springen jetzt nochmal nach 1933, erkennen, es war wirklich ernst gemeint und Juden hatten keinen Platz mehr in dem deutschsprachigen Europa, schnell in einem großen Teil Europas nicht mehr. Er ist dann 33, ist er offiziell wieder zurückkonvertiert, ist wieder zum Judentum übergetreten, angeblich mit Chagall zusammen in Paris, wenn ich das richtig erinnere. Im Juli 1933, Schönberg lebte damals schon einige Monate in Paris, es ist aus Nazi-Deutschland geflohen, ist Schönberg zum Judentum zurückgekehrt. Also man kann ja nicht konvertieren, sondern er ist also zurückgekehrt in einer liberalen Synagoge. Und Zeuge dieses Aktes war Marc Chagall, der Maler, den er in Paris wohl kennengelernt hat, und ein Herr namens Dimitri Marianow, das war der Schwiegersohn von Albert Einstein, den Schönberg auch kannte und mit dem er auch eine Korrespondenz gepflegt hat. Also dieser symbolische Akt war sehr wichtig für ihn. Allerdings, und das ist eine Besonderheit auch der Persönlichkeit, der multikonfessionellen Persönlichkeit Schönbergs, der auch die Religion nicht so in solchen engen Banden sah. Er hat 1924 ein zweites Mal geheiratet, und seine Frau war eine katholisch getaufte Jüdin, und bei der Verheiratung im Jahr 1924, die in der protestantischen Kirche stattfand, hat eben Gertrud Schönberg ihrem wiederum katholischen Pfarrer schwören müssen oder versprechen müssen, dass die Kinder aus dieser Ehe katholisch getauft würden. Und so geschah es. Und zwar vor allem auch, also die erste Tochter Nuria 1932 in Barcelona, aber auch die beiden Söhne später, also 37 und 41 in Amerika geboren, auch die sind getauft.
getauft worden. Also das ist eine interessante Entwicklung und sind auch auf katholische Volksschulen gegangen. Also es ist eine interessante Haltung, auch wie der Schönberg sein Versprechen auch ernst nimmt. Das war ja ganz oft bei jüdischen Künstlern. Also Bob Dylan ist ähnlich, ne? Also da gibt es ganz viel fließende Verhältnisse wahrscheinlich, die dann auch trotzdem authentisch wirken innerhalb einer einzelnen Biografie. Und Sie haben schon gesagt, dann musste die Emigration folgen. Schönberg ist es gelungen, in die USA zu gehen, hatte dort auch wieder Kontakt mit vielen deutschen Emigranten, hat sich sozusagen auch noch wieder in dieser Tradition, in dieser emigrierten deutschen Tradition wiedergefunden in den USA, oder? Also er war eigentlich beides. Er blieb in den USA ein Deutscher und assimilierte sich aber auch im Tennisspielen mit George Gershwin irgendwie als Amerikaner. Ja, Schönberg war ja eigentlich nie Österreicher, das darf man nicht verschweigen. Als Österreicherin nicht, ne? Aber das hat in Österreich eine lange Tradition, dass man Komponisten einbürgert. Selbst Mozart darf man ja nicht, sollte man eigentlich nicht als Österreicher bezeichnen. Schönberg war Ungar. Ist dann aufgrund seines, also Pressburg war die Stadt, aus der sein Vater nach Österreich kam, und deswegen ist es sozusagen die sogenannte Heimatgemeinde geblieben und wurde dann nach dem Ersten Weltkrieg tschechoslowakisch und so weiter. Hatte dann auch einen deutschen Pass und 1941 zum ersten Mal eine richtige Staatsbürgerschaft, die amerikanische. Und alle diese Komponenten fließen zusammen in so einer transatlantischen Biografie. Und Schönberg war sehr wohl zum Teil ein Freund der amerikanischen Kultur. Er liebte schon in Deutschland noch den amerikanischen Film, war ein großer Fan von Charlie Chaplin, schätzte sehr George Gershwin, kannte die Musik von Ives, hatte also sicher auch ein großes Interesse an der zeitgenössischen amerikanischen Musik. Aber man muss sich so dieses riesenhafte Los Angeles auch vorstellen, das eigentlich kein richtiges Stadtzentrum hatte. Schönberg war da in Brentwood Park und ist selber nicht Auto gefahren und musste hin und her chauffiert werden. Und diese Entfernungen waren einfach riesig. Und er hatte um sich viele Freunde aus Österreich und aus Deutschland, Bekannte. Und das war schon irgendwie so eine deutschsprachige Enklave auch, wenn man sich getroffen hat. Wir wissen ja auch aus seinen Kalendern, wer da aus- und einging. Er hatte mit Thomas Mann zu tun, mit Bert Brecht, Feuchtwanger, Franz Werfel und dessen Frau Alma, frühere Maler Gropius. Und dieser Kulturtransfer fand dann eben eher in Privathäusern statt, weil in Los Angeles es auch diese Konzerthäuser nicht so gab wie natürlich in Europa noch. Das ist ein großer Unterschied, glaube ich, musikalisch, ne? Also jemand wie Schönberg ist seiner eigenen Tradition, Musiktradition, auch Musikerfindung treu geblieben. Andere Komponisten, die emigrieren müssten, Korngold zum Beispiel, hat sich dann sehr identifiziert auch mit dem amerikanischen Kino und hat auch den Sound, den er in Deutschland entwickelt hat, eigentlich so ein bisschen an die amerikanische Kultur angepasst. Das ist bei Schönberg eigentlich nicht passiert, oder? Ja, Schönberg hat sich nie an Außenumgebung angepasst. Ich würde sagen, es ist vielleicht so ein Antikameleon. Er hatte keine Neigung, der Vernunft nachzugehen, der Vernunft, die auch mit materiellem Wohlstand verbunden wäre, sondern hat einfach sein Ding durchgezogen und hat sich auch von der Filmindustrie nicht kaufen lassen. Also man könnte jetzt, wenn man jetzt sagt, Hofmannsthal, der ja ein Gleichaltriger war, der Schwierige, man könnte auch sagen, der Unbestechliche. Angebot von MGM gab es, eine Filmkomposition zu schreiben, The Good Earth, auf einen Text von
Pearl Buck. Und Schönberg hat sich damit auch auseinandergesetzt, hat auch viele Skizzen dazu geschrieben, wollte aber dann Kontrolle über den ganzen Film haben, auch was sozusagen, dass die Musik integraler Bestandteil ist und nicht nur Hintergrundgeplätscher. Und hat dann zu einem Kunstgriff, mit einem Kunstgriff sich aus der Affäre gezogen. Er hat also das Zehnfache an Gage gefordert, was vernunftsmäßig im Raum stand. Und damit hat sich die Sache von allein erledigt. Umso größer muss die Enttäuschung gewesen sein, als er dann von Thomas Mann den Charakter Leverkühn gelesen hat, also wo er in Dr. Faustus als Schlüsselromanfigur fast dargestellt wurde und dann doch wieder von eigentlich einem seiner guten Freunde aus Amerika literarisch, ja, wie kann man sagen, verraten wurde für ihn oder missverstanden wurde auf jeden Fall? Die Dr. Faustus-Affäre ist eine berühmte, weil sie involviert einen berühmten Komponisten und einen Natur-Nobelpreisträger. Schönberg hat das Buch selber nicht gelesen. Das ist schon einmal der Stein eines Anstoßes. Es wurde ihm der Plot wiedergegeben, nacherzählt. Alma Mahler-Werfel war in diese unglückliche Sache involviert. Und Schönberg sah sich halt irgendwie personifiziert in dem syphilitischen Komponisten Leverkühn und hat irgendwie auch mitbekommen, dass Thomas Mann, der zwar sehr musikinteressiert war, aber die natürlich die Zwölftonmethode, die in diesem Buch eine Rolle spielt, niemals selbst strukturell verstanden hätte. Und hat mitbekommen, dass Thomas Mann einen Einflüsterer hatte und das war Theodor W. Adorno, den Schönberg auf den Tod nicht leiden konnte. Und das war sozusagen dieses Paket, hat das Ganze ein wenig war Brandbeschleuniger für einen kurzen Disput, der dann irgendwann später beigelegt wurde. Und Thomas Mann hat dann also auch Arnold Schönberg dem Eigentlichen in die Widmung geschrieben. Also konnte beigelegt werden. Aber diese Animosität ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Also was sich Schönberg gedacht hat, in 100 Jahren oder in 200 Jahren wird vielleicht die Zwölftonmethode durch das Werk von Thomas Mann rezipiert werden und nicht durch die Musik, durch die sie eigentlich rezipiert werden sollte. Und daher war diese Zukunftsangst wie gesagt, brandbeschleunigend. Diese Zukunftsangst, und jetzt kommen wir schon zum letzten Kapitel dieses Lebens, führte dann auch dazu, er hat sich, haben Sie eben schon gesagt, mit der Jakobsleiter, mit solchen Sachen auch wieder musikalisch Werken zugewandt, die im Judentum verankert waren, sind dann manche nicht fertig geworden, eben die Jakobsleiter oder Moses und Aaron als Oper, auch als großer Opernwurf nochmal. Ja. Wie bewerten Sie diese letzte Phase im Leben von Schönberg? Was beschäftigte ihn da? War das auch noch der Kampf um Deutungshoheit auch innerhalb der Musik, eine Rückkehr wieder zu alten Wurzeln? Wie würden Sie das beschreiben? Also der altersmilde Schönberg, der zwar noch streitbar war, hat sich sehr viel, immer mehr und mehr mit religiösen Dingen beschäftigt. Das hat zum einen zu tun mit seiner jüdischen Identität, die natürlich im Nachgang der Shoah entsprechend intensiver wahrgenommen wurde von ihm auch, aber auch sowas wie diese Altersreligiosität. Und es ist sehr interessant, dass seine frühesten Werke, das waren Texte, und zwar waren das Psalmtexte, die hat er als junger Mann, Realschüler schon geschrieben. Und die letzten Texte sind Psalmtexte. Und das sind so Ausdrücke von einer sehr, auch einer todesnahen vielleicht oder auch das eigene Ableben im Blick habenden Phase des Künstlers, der auch immer den Text und die Musik in eins gedacht hat. Und also diese späten Chorwerke und vor allem
absolutes Schlüsselwerk für die amerikanische und späte Phase eben der Überlebende aus Warschau, der dann vieles bündelt, diese deutsche, jüdische und englische Identität von Schönberg dargestellt in drei Sprachen, die Religiosität und vor allem dann auch dieser Glaube, dieser tiefe Glaube an die Einzigkeit Gottes, also ein monotheistischer Glaube, das alles spielt dann in diesem Werk eine Schlüsselrolle. Es endete mit dem Aberglauben. Ja? Schönberg, der zeitlebens Angst vor der Zahl 13 hatte, starb an einem Freitag, den 13. Ist schon fast wieder absurd. Sie sind jetzt 150 Jahre nach seiner Geburt immer noch mit seinem Werk beschäftigt, was ja zum einen zeigt, es überlebt, es hat viele Höhen und Tiefen überlebt. Wie würden Sie das heute einordnen, wenn Schönberg jetzt hier ins Schönberg Center kommen würde? Würde er sagen, wäre schon noch mehr drin gewesen? Ich habe mir das schon noch ein bisschen größer vorgestellt. Oder würde er sagen, wow, dafür, was alles sonst so in dieser Welt passiert ist, ist das schon ein Eckpunkt der Musikgeschichte gewesen? Schönberg wäre sicher sehr erfreut, weil er hat sich einmal um die Direktion des Mozarteums in Salzburg beworben, die er dann nicht bekommen hat. Also er hat sich schon einmal mit einem Komponisteninstitut auseinandergesetzt und wusste, was da alles dranhängt. Natürlich ist die Bedeutung, also wenn man mit einem eigenen Zentrum geadelt wird, steckt man ganz stark in der Kultur einer Stadt, einer Nation verankert natürlich. Allein diese Institutionalisierung würde ihm gut gefallen. Ich glaube, das Große oder der große Wurf wäre für ihn vielleicht weniger bedeutend gewesen als die Intensität, mit der man sich mit ihm beschäftigt, auch aus einem ähnlichen ethischen Anspruch der Kultur, des Kulturerbes gegenüber. Die Anzahl der Aufführungen hätten ihm sicher auch gut gefallen. Er würde bedauert haben, dass schon mehr als 70 Jahre nach seinem Tod vergangen sind und dass seine Erben, seine Kinder, die Tantiemen nicht mehr begeben. Das wäre die Sorge des Vaters, des liebenden Vaters. Es würde ihm gefallen, dass er auch mit all seinen Talenten gewürdigt wird. Also dass auch die Schriftstellerei ein Thema ist. Die bildende Kunst, die er zwar immer so ein bisschen stiefmütterlich weggeschoben hat, die er aber dennoch sicher auch sehr geschätzt hat in einige Jahre. Und es würde ihm auch gut gefallen, dass eminente Orchester ihn aufführen, die Wiener Philharmoniker zum Beispiel, das ist ein Klangkörper, den er unendlich geschätzt hat und auch selbst einmal geleitet hat mit seinen Guri-Liedern. Also diese und auch, dass er selbst als Leitfigur auch einer steht, symbolhaft für eine Kultur, eine nicht versunkene Welt. Also das ist eine Welt, die er zwar als Person physisch verlassen hat, in die er nie selber zurückgekehrt ist, aber noch wichtiger, also sein Werk ist in diese Stadt zurückgekehrt und wird hoffentlich hier wie auch in anderen Erdteilen entsprechend gewürdigt. Ja, man merkt ja, dass das Interesse eher wächst, ne? Und dass die Entdeckung gerade immer noch anhält und dass vielleicht es tatsächlich für viele Musiker, für viele Orchester, für einen großen Teil des Publikums auch tatsächlich erstmal Jahrzehnte sogar brauchte, um diese damals visionäre Musik in der jetzigen Moderne rezipieren zu können, oder? Also er war tatsächlich, glaube ich, sieht man bei Schönberg ganz besonders, ein Visionär, dessen Ideale erst von einer großen Öffentlichkeit viel später akzeptiert und verstanden werden konnten. Wenn überhaupt bis heute, ja. Also Schönbergs Werk ist sicher nicht mehrheitsfähig, davon bin ich überzeugt. Sie wollte das nie sein und wird es vielleicht nie sein, dass diese Musik hat in der Aufnahme, in der Wirkung, gibt es zwei Farben, schwarz oder weiß.
Also viele Grautöne dazwischen gibt es nicht. Es gibt Überläufer, es gibt große Zweifler, die dann später sogar zu Liebhabern dieser Musik werden. Es gibt permanent Ablehnung. Es ist allerdings so, dass wenn immer man mit jemandem über Schönberg spricht, ja, was meinen Sie oder was meinst du denn, welches Werk? Naja, dann Schönberg halt. Ja. Aber dass innerhalb dieses musikalischen Spektrums so vieles angelegt ist, von dieser eben endlichen Romantik über die freie Atonalität bis zur Dodekaphonie, dann auch der späte tonale Oeuvre auch wiederum, dass das alles nebeneinander steht in einem doch sehr an Schaffen und Werken reichen Leben, muss man auch sehen und hören. Und es ist etwas sehr Schönes, hat der Schönberg gesagt, das eigentlich für alle Musik gilt. Ich meine, in den 40er Jahren hat er mal einen Kurs gehalten, einen Sommerkurs in Kalifornien. Kommt ein Journalist zu ihm, fragt er, was geben Sie denn uns als Publikum mit? Und er sagt, learn to hear. Man muss eigentlich nur lernen zuzuhören, und das gilt ja für alles, das gesprochene Wort auch, das Miteinander, die Kommunikation in der Gesellschaft, auch zwischen den Völkern, aber auch vor allem dieses Hören lernen. Also eine Mozart-Sonate hat dieselbe Berechtigung, also richtig angehört zu werden mit Intensität und Aufmerksamkeit wie ein 12-Tonwerk von Schönberg. Und er meint, wenn man hören lernt, dann schafft man es für jede Musik. Ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht weitersprechen, sondern das ist der Ansatz, wie ihr da draußen jetzt weitermachen könnt. Learn to hear und fangt auch mal mit Schönberg an. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Ja, wenn das jetzt nicht mal ein Deep Dive in die Biografie von Arnold Schönberg war, mit einer der größten Schönberg-Expertinnen weltweit, mit Therese Muxen-Eder vom Arnold Schönberg Center in Wien. Vielen Dank allen Beteiligten, vielen Dank auch Dirk Kaftan, dem Dirigenten, vielen Dank Frau Anton, der Direktorin des Arnold Schönberg Centers. Ich hoffe, wir haben euch ein wenig die Ohren geöffnet und inspiriert, Arnold Schönberg für euch zu entdecken. Nächste Woche wird es wieder locker, fluffig, leicht und schön, denn dann ist die Doro wieder da und wir werden die aktuelle Klassikwoche Revue passieren lassen. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht's gut, kommt gut durch die Woche. Bis dann, ciao, ciao.